behinderten Kinder haben die halt die gleichen Chancen wie die anderen Kinder. Wir versuchen zumindest, sie so zu unterstützen, damit sie gute Chancen haben. Also das ist mir ganz, ganz wichtig zu sagen, jeder ist unterschiedlich, aber jeder ist einzigartig und jeder kann etwas besonders gut. Und deswegen müssen wir schauen, dass man alle Kinder darin unterstützt, in dem, was sie gut können. Wo ist eigentlich die Grenze zwischen freier Meinung und Mobbing? Der Moment, wo meine Meinung jemand anderen verletzt, ja, wo es schlecht ist für einen anderen, dann das ist die klare Grenze, wo es nicht mehr um freie Meinung geht, weil ich versuche ja, jemand anders unfrei zu machen. Ich versuche, ja, dass es ihm nicht so gut geht. Die ganzen Social Medias, also Instagram, Facebook oder YouTube oder TikTok und Snapchat, die wählen eigentlich leider, dass wir so viel von uns preisgeben, weil unsere Daten, das ist das neue Gold.